Weihnachtszeit ist Einkaufszeit. Alle Jahre wieder heißt es nicht nur in Deutschland. Erst die Arbeit, dann die Besinnlichkeit. Immer mehr Menschen kaufen ihre Weihnachtsgeschenke im Internet, zeigt eine Umfrage des Online-Händlers Amazon. Ich finde es sehr angenehm, weil ich mag volle Geschäfte nicht so gerne und da kann man in Ruhe stöbern. In der Stadt brauche ich halt viel länger, um alle Geschäfte abzulaufen, als durch die Seiten zu klicken und da unterschiedliche Preisvergleiche und Dinge einfach zu vergleichen. Erstmal Überfüllung, der kann ich natürlich ausweichen. Die haben 24 Stunden, 7 Tage die Woche geöffnet, das ist ein schöner Vorteil. Das erspart nicht nur jede Menge Stress, vor Weihnachten locken gerade online zahlreiche Schnäppchen. Amazon zum Beispiel bietet mit der Cyber Monday-Woche eine ganze Woche lang Tausende von Sonderangeboten. Die Cyber Monday-Woche bei Amazon ist unsere größte Angebotswoche des Jahres mit über 10.000 Angeboten aus nahezu allen Kategorien und vielen tollen Marken. Meine wohl wichtigsten Tipps bezüglich Deals-Shopping sind: erstens, vorab die Blitzangebote auf der Seite schon checken. Zweitens, regelmäßig vorbeischauen und dann schnellstmöglich zuschlagen, bevor das Angebot ausverkauft ist. Und drittens, niemals aufgeben. Auch weitere Händler bieten ihre Produkte inzwischen beim Online-Händler Amazon an. Entsprechend gibt es unter den tausenden Angeboten der Cyber Monday-Woche auch zahlreiche Marketplace-Schnäppchen. Der Vorteil für den Kunden? Ausgesuchte Produkte von Marketplace-Händlern sind inzwischen überall in Deutschland verfügbar. Wir erreichen jeden Monat Tausende von neuen Kunden mit unseren Produkten. Angefangen mit unseren Eigenmarken wie Goldschirmbettdecken erweitern wir unser Portfolio kontinuierlich. Angefangen von 10 Produkten sind wir heute bei über 200 Produkten. Ob nun Weihnachtsgeschenke vom Multimedia-Riesen oder aus der kleinen ländlichen Boutique. Die virtuelle Shoppingtour bietet dem Kunden viele Vorteile. Und dank Aktionen wie der Cyber Monday-Woche kann er dabei auch noch das ein oder andere Schnäppchen machen.